Hallo Leute, es ist mal wieder soweit. Es gibt wieder ein Aufgebraucht-Video. Leute, stellt euch schon mal darauf ein, dass das Video vielleicht so eine halbe Stunde oder so, möglicherweise auch länger gehen könnte. Holt euch was zu trinken, vielleicht was zu snacken. Macht es euch gemütlich, weil, ich zeige es euch ganz kurz, die Tüte ist wieder überrandvoll. Ich habe die ja immer in unserer Abstellkammer so zwischen Wand und so einem Schwerlastregal stehen. Und ich habe die gerade vorhin fast nicht mehr rausgekriegt, weil die so prall gefüllt war. Also es ist wieder einiges aufgebraucht. Klar, ich muss auch immer wieder dazu sagen, viele Produkte sind natürlich jetzt nicht nur im Januar leer gegangen. Die sind über mehrere Monate vielleicht auch hinweg leer gegangen, deshalb kommen dann den ein oder anderen Monat einfach auch ein bisschen mehr zusammen, wenn halt gerade in dem Monat sowas wie jetzt hier es geht schon los, Anfang des Videos. Die Spülmaschinentabs, genau, leer gehen in dem Monat, die ja über einen längeren Zeitraum einfach auch benutzt werden. Deshalb, wie gesagt, kommen dann halt auch einfach mal ein bisschen mehr zusammen. Ich komme jetzt mal runter und mache das Ganze ganz entspannt für euch und fange einfach mal direkt an. Hier habe ich euch ja gerade gezeigt, die Spülmaschinentabs von Somat. Ich hole sowas immer nur im Angebot, wenn es sich lohnt. Ich rechne das dann immer grob aus, wie viel kostet ein Tab. Und dann gucke ich oder vergleiche das meistens dann mit den Eigenmarken. Rossmann DM und so. Ob das dort vielleicht eigentlich günstiger ist, weil schwäbischer Sparfuchs, ne? Ich hole dann lieber das günstigere und verzichte dann einfach auf das Angebot, weil es trotzdem günstiger ist, wenn ich einfach dann so eine Packung für einen normalen Preis von der Eigenmarke dann hole. Aber die Tabs sind ganz gut, somatisch, solide Marke, da kann man nichts sagen. Das waren jetzt hier die All-in-One Extra, Multikraft, was weiß ich. Genau, wie gesagt, falls die mal wieder irgendwie im Angebot sind oder so und es lohnt sich, dann würde ich die auch wieder nachkaufen. Dann sind natürlich wieder einige Kinderdrinks bzw. Kindergetränke leer gegangen, sowohl von Baby Love als auch von Baby Dream. Das wisst ihr, ich kaufe immer nach von den Eigenmarken. Das reicht uns aus. Unser Sohn kommt damit zurecht. Genau. Dann habe ich hier einmal von Babyloft den Biomilchbrei Banane. Den hatte ich mal zwischendrin auch geholt als Gute-Nacht-Brei. Ich glaube, der hat sich nicht so richtig gut aufgelöst zum Teil. Das war irgendwie noch so ein bisschen klumpig und so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich da was falsch gemacht habe. Ich habe es ganz normal angerührt mit Heißwasser und dann noch ein bisschen Kaltwasser dazu, damit es sich ausgleicht. Keine Ahnung, ich werde das jetzt erstmal nicht wieder kaufen, weil, wenn ich die Packung finde, zeige ich euch, was ich sonst normal benutze. Dann haben wir hier natürlich auch wieder diverse Feuchttücher, ihr kennt es. Ultrasensitiv von Penaten. Die sind in Ordnung, tun ihren Job. Genau, ich habe da halt so einen riesigen Vorrat, weil die eine ganze Zeit lang, aber immer mal wieder im Angebot waren, beziehungsweise es gab Coupons. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang die gehortet und deshalb habe ich da jetzt noch so viel Vorrat. Und die werden jetzt aufgebraucht und dann habe ich auch noch einen ganzen Karton mit Babylove-Feuchttüchern, die dann auch noch in Verwendung kommen. Genau. Dann haben wir hier von Denk mit die feuchten Allzwecktücher, Orange und Bergamotte. Die habe ich ja immer wieder aufgebraucht in der Vergangenheit, weil das jetzt halt die aktuelle Limited Edition ist. Wisst ihr auch, kaufe ich immer wieder nach. Ist einfach super praktisch. Bei uns eigentlich für die Küche, die jetzt zum Beispiel mit Duft nehme ich meistens für die Küche. Gerade um mal den Tisch schön abzuwischen oder die Arbeitsfläche oder irgendwas. Und im Bad verwende ich ja auch die feuchten Allzwecktücher. Gerade mal so für zwischendrin, um übers Waschbecken zu gehen oder so. Wie gesagt, nur für zwischendrin.
Gerade Bad und so mache ich ja regelmäßig einen richtigen Putz, wo ich dann auch mit meinem Badreiniger und so alles putze. Aber wie gesagt, die Allzwecktücher für zwischendurch. Dann haben wir hier auch wieder sanft und sicher feuchtes Toilettenpapier in der Klassik-Variante. Das kaufe ich also von DM. Entweder wenn es da einen Coupon ab und zu mal gibt in der App, dann kaufe ich das von DM auch nach. Das ist ganz gut. Mein Liebstes ist ja immer noch Tempo oder die von Müller. Ein Tee ging leer von Kaufland K Classic, so ein ganz normaler, einfacher, klassischer Früchtetee. Ja, schmeckt gut. Die K Classic Tees sind vollkommen in Ordnung. Preis-Leistungs-Verhältnis top. Kaufe ich auch ab und zu mal nach. Meistens kaufe ich die vom Rossmann, wenn da irgendwie im Angebot ist oder sowas. Dann hole ich da gleich zwei, drei Packungen Tee und für zwischendrin tut es auch der Kaufland-Tee. Dann haben wir hier einmal Balea Shampoo Hawaii Beach für jedes Haar. Das war meine Limited Edition. Ja, das hat so ein bisschen nach Kokos, aber auch blumig gerochen. War ganz normales Shampoo. Ich achte beim Shampoo ja nicht so sehr auf die Pflegewirkung, weil ich ja immer eine Spülung verwende. Deshalb ist Shampoo für mich eigentlich lediglich zur Reinigung des Haars praktisch gedacht. Dann habe ich hier noch ein Duschgel von Fa Cream and Oil mit Mandelöl und Magnolienduft. Ja, genau, das war so ein ganz normaler, einfacher Mandelduft, leicht blumig auch durch das Magnolie. Genau, 250 Milliliter, meine Schwester hat das auch mal verwendet. Fand ich jetzt nichts Besonderes, war in Ordnung. Weiß nicht, würde ich mir jetzt unbedingt auch nicht wieder nachkaufen. Irgendwann habe ich so viele Duschgele, wisst ihr. Und ich probiere ja dann auch gerne mal was Neues aus. Und das Oil war jetzt nicht so wirklich, habe ich jetzt nicht gemerkt, dass das irgendwie, keine Ahnung, da einen Unterschied gemacht hat zwischen einem anderen, hier zwischen einer anderen Cremedusche oder so, keine Ahnung. Also meistens sind ja diese Ölgeschichten immer in diesen Duschgelen drin, die hauptsächlich für trockene Haut sind. Und deshalb verwende ich eigentlich eher weniger so Ölgeschichten, weil ich eher, also gerade im Gesicht habe ich eher das Problem mit fettiger Haut. Deshalb lasse ich da eher die Finger davon weg, aber bei dem Herr hat man das gar nicht gemerkt. Also wer das jetzt wegen dem Öl kaufen würde, würde ich sagen, nehmt lieber ein anderes, weil da, wie gesagt, hat man eigentlich gar nichts rausgemerkt. Dann ging ein Balea Deo Spray Leer Blumy Kiss mit Himbeer und Magnolie. Da gab es, glaube ich, auch mal ein Duschgel davon, auch mit dem Duft. Das war ein richtig toller Duft, ein richtig tolles Deo, hat mir super toll gefallen. Es hat nur, wenn man ganz doll geschwitzt hat, musste man schon auch nachsprühen. Also hier, okay, da steht jetzt zwar nichts von 24, doch 24 Stunden halt. Nee, eher nicht. Wenn man wirklich ganz dolle geschwitzt hat, musste man das nochmal nachsprühen. Aber ansonsten war es ein super tolles Deo. Würde ich mir in der Duftrichtung auch wieder nachkaufen, wenn ich jetzt gerade ein Deo bräuchte und beim DM wäre. Aber ansonsten habe ich ja auch noch ein bisschen Vorrat. Zum Thema Vorrat, ich werde wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März werde ich voraussichtlich wieder eine Duschgel-Sammlungs-Update abdrehen. Und wenn ihr wollt und es euch interessiert, kann ich auch nochmal von meinen anderen Backups euch da auch mal noch ein Update drehen. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn das euch interessiert. Oder dem Video ein Like geben. Ihr wisst, ich bin kein Like-Hascher. Wer mein Video mag, darf es liken. Wer es nicht mag, der guckt sich es nicht an und fertig. Ich muss da nicht um Likes betteln. Ich freue mich über jeden Like. Ich freue mich über jedes nette Kommentar. So ist nicht. Ja. Also wenn euch das interessiert, dürft ihr das gerne mir mitteilen. Dann haben wir als nächstes von Febreze ein Raumspray. Und zwar war das so ein hier karibischer Duft. Also es hat schon
Ja, ist auch so gut wie leer. Er hat schon gut nach Kokos geduftet, auch so frisch, bisschen nach Meeresluft. Das war, glaube ich, auch irgendwann mal im Angebot. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das gekauft habe. Das stand jetzt schon eine ganze Weile bei uns im Bad. Aber Febreze ist immer gut, die Raumsprays. Wie gesagt, wenn es im Angebot ist, kaufe ich das immer wieder nach. Ah, und dann ging, Leute, ich habe es geschafft. Ich habe ein 500 ml Duschgel aufgebraucht. Ich meine, der kleine Rest, das kam da nicht mehr so richtig raus. Aber ich habe ein 500 ml Duschgel leer gemacht. Und zwar habe ich mich da mal anfixen lassen. Ach, ich glaube, es war die Rosa 87 Lee, wenn es mich nicht täuscht. Grüße, ich hoffe, das war jetzt richtig. Und zwar hatte sie auch einige von diesen I-Loves. Und ich wollte unbedingt das auch mal ausprobieren. Und zwar habe ich mir da online dieses Minty Choc Chip bestellt. Dieses große. Und es war mega, Leute. Das war so ein tolles Duschgel. Es hat einfach eigentlich fast original nach After Eight gerochen. Ich mag After Eight persönlich ja sehr. Und dieses Mint, ne, ist ja auch so eine Minzfüllung da drin bei After Eight und die Schokolade außenrum und davon. Also dadurch hat es einfach fast original nach dieser Schokolade gerochen. Es war der Hammer. Ich würde mir das Gleiche jetzt nicht nachkaufen. Es war toll, es war super. Aber ich würde, wenn dann vielleicht irgendwann mal von iLove nochmal ein anderes Duschgel ausprobieren. Muss ich mal schauen. Aber jetzt brauche ich momentan erstmal kein 500 ml Duschgel, weil es hält schon ein bisschen ab vom Aufbrauchen. Also gerade hier diese kleinen mit 250 ml, die gehen halt ziemlich schnell weg und man kann dann halt weiter aufbrauchen. So ein großes hält einen dann halt schon mal ein paar Wochen davon ab. Aber es darf auch mal sein, ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Und ich habe es geschafft und es war ein tolles Duschgel. Und wir machen jetzt weiter. Und zwar habe ich hier diverse Probe. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon alles sind. Und zwar von Pampers habe ich da so Proben mal gehabt. Von den Pants. Wir haben jetzt, ich glaube, die Packung ist da auch drin. Die allerletzte Packung war, ich zeige es euch gleich, wenn ich jetzt schon davon rede. Die allerletzte Packung aufgebraucht von den normalen Windeln, also diesen, wo man eben verschließt, ne? Mit dem Kleber, mit dem Klettkleber, wie auch immer. Und zwar war das hier diese große Riesenpackung mit 102 Stück von Pampers. Da habe ich mal, ich glaube, zweimal hatte ich da zugeschlagen bei Lidl. Gab es eine, also da waren diese Riesenpackungen waren reduziert und dann gab es noch eine Aktion, dass man drei zum Preis von zwei bekommt, also drei von den Packungen zum Preis von zwei. Und da habe ich zweimal zugeschlagen. Und genau, das war jetzt die letzte Packung mit den normalen Windeln. Und in Zukunft, ich habe jetzt auch einen riesen Vorrat an Pampers Pens, weil es da auch mal noch irgendwo andere Angebote gab und überhaupt, also da habe ich auch einen riesen Vorrat. Da habe ich euch, glaube auch mal, ich weiß nicht, war es in einem Vlog oder war es ein extra Video, habe ich euch das mal gezeigt. Unsere Speisekammer oder Abstellkammer, ne, ist ja so ein Misch bei uns. Und da habe ich jetzt die ganzen Windeln gelagert. Genau, und da könnt ihr mal gucken, wie viel ich da im Vorrat habe. Genau, und deshalb gibt es jetzt bei uns nur noch die Pants. Ich meine, der Raphael kann zwar stehen, ne, aber ich könnte ihm jetzt nicht im Stehen die Windeln anziehen, so weit ist er noch nicht. Er kann auch noch nicht laufen. Aber es ist trotzdem einfach viel praktischer, weil es schneller geht. Es ist wie eine Hose oder wie eine Unterhose, Windel an, schnell, ohne, weil er so viel bewegt, auch auf dem Wickeltisch und hin und her dreht und dann will er immer irgendwas greifen, irgendwas zum Spielen haben. Und das dauert dann ewig, bis man diese normalen Windeln angezogen hat, beziehungsweise bis die richtig sitzen. Weil ich gucke schon immer drauf, dass die gut sitzen, weil sonst kann ich ihm dreimal am Tag seine ganze Kleidung wechseln, weil es nass ist, wenn die Windel nicht richtig sitzt. Und das ist halt mit den Pants schon um einiges einfacher. Man zieht die hoch. Und dann damit hat sich's. Und beim Ausziehen muss man die ja auf der Seite so einreißen, rechts und links. Und dann kann man die ganz normal wegnehmen, wie eine normale Windel auch.
einrollen, dann gibt es so einen Kleber, so einen Klebeverschluss. Damit rollt man die dann praktisch zusammen und kann sie in den Müll tun. Also ich finde die super praktisch. Ich habe momentan eigentlich jetzt, glaube ich, auch nur, bis auf knapp eine Packung, das zeige ich euch noch, habe ich nur Pampers, weil, wie gesagt, die waren so oft im letzten halben Jahr immer wieder im Angebot bei Aktionen, so wie diese hier 2 für 3, 3 für 2, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die Pampers-Pants auch gebraucht und da hatte ich einiges an diesen Probepäckchen jeweils mit, okay, hier war eins drin, das waren diese Premium Protection Nappy Pants, die sich eigentlich nur vom Aussehen von diesen ganz normalen Pampers Baby Dry unterscheiden. Ansonsten von der Qualität, sage ich jetzt mal, sind die genau gleich. Also das tut sich da nichts. Wie gesagt, diverse von denen aufgebraucht. Dann auch noch hier so eine Packung von den Nappy Pants. Da gab es, glaube ich, mal einen Coupon. Da hatte ich die Nappy Pants geholt. Wie gesagt, die unterscheiden sich eigentlich nur im Aussehen von den normalen Pampers Pants Baby Dry. Gut, weiter geht's mit Feuchttüchern wieder. Da haben wir auch nochmal Bübchen aufgebraucht. Die habe ich eigentlich immer in der Küche stehen. Zum Hände und Gesicht sauber machen nach dem Essen. Viele haben da ja diese Waschlappen vom DM oder so, aber ich finde, im Prinzip tun es da die Feuchttücher genauso und ja, das reicht dann vollkommen aus. Wieder hier die Penaten. Dann, ging ein Spülmittel leer, so ein Handspülmittel von Fairy mit Mandarinen, Ingwerblüte. Leute, das war so ein tolles Handspülmittel. Es hat einfach so genial gerochen. Und Fairy, wie gesagt, ist auch wieder so eine Marke, wo ich nur im Angebot kaufe. Wenn das irgendwie für 99 Cent oder so im Angebot ist. Und dieser Duft, der war einfach mega. Es hat mir so gut gefallen. Ja, würde ich wieder kaufen. Dann haben wir einen Weichspüler von Kuschelweich. Und zwar Duftrichtung Sommerliebe. Wie gesagt, auch gleiches Thema, Angebotsmarke, wenn das irgendwie für, keine Ahnung, 99 Cent, manchmal glaube ich sogar für 88 Cent oder so ein Angebot ist, kaufe ich das nach. Da gab es, ich habe da einen riesen Vorrat momentan an Kuschelweich, weil es gab mal vor einer Weile bei Kaufland eine Aktion, wenn man eine bestimmte Menge von diesen Kuschelweichs kauft, kriegt man diesen Bären praktisch hier kriegt man als Handpuppe. Das ist voll süß, ich wollte es unbedingt haben. Und dann waren die auch noch im Angebot und dann habe ich dann natürlich zugeschlagen. Deshalb habe ich jetzt momentan einen kleinen Vorrat an Kuschelweichspülern. Dann habe ich hier nochmal einen Tee von K-Klassik und zwar Waldfrucht. Genauso in Ordnung wie der ganz normale Früchtetee. Wie gesagt, kaufe ich zwischendrin gerne nach. Und dann haben wir hier eine Kerze und zwar ist die eigentlich, also hier steht drauf, ne, Yankee Candle, und meine Schwester hat gemeint, dass das vielleicht gar nicht das richtige Yankee Candle ist, dass das so ein Fake Dupe, was weiß ich, sein soll. Auf jeden Fall war ich mega enttäuscht von dieser Kerze. Zum Ersten, ne, das Offensichtliche. Die ist nicht mal richtig abgebrannt. Die ist noch fast zur Hälfte da. Aber wenn man es anzündet, geht die Kerze oder der Docht sofort wieder aus. Also die brennt nicht mehr. Vom Geruch war es richtig toll, so vom Reinriechen in die Kerze. Es war nämlich Honig- und Feigenmarmelade. Und es hat einfach richtig schön nach Honig gerochen. Deshalb habe ich die auch mitgenommen. Aber man hat die im Raum eigentlich so gut wie gar nicht wahrgenommen, wenn die angezündet war. Das hat mich so enttäuscht, weil von den anderen Yankee Candles, die ich bisher hatte, war ich so begeistert, weil man die auch wirklich richtig schön im Raum gerochen hat und den Duft wahrgenommen hat. Und das war bei der gar nicht so. Vielleicht hat meine Schwester ja recht und das ist gar kein richtiges Yankee Candle ist. Ich weiß es nicht. Ich habe die mal für 10 Euro reduziert beim Rossmann gekauft. Ja, wie auch immer, aber ich werde ja sowieso von diversen Kerzenresten, die ich gesammelt habe hier, die werde ich einschmelzen
und werde die dann so schichtweise zu einer neuen Kerze neu aufgießen. Ich habe da auch schon bei Amazon so Dochte bestellt und dann werde ich da ganz einfach aus den Resten eine neue Kerze machen. Und dann sind die Sachen auch verbraucht, weil ich gerade bei sowas fände ich es einfach mega, mega schade, das wegzuwerfen, wenn da noch so viel Wachs praktisch übrig ist. Genau. Da werde ich euch dann, wenn ich das mal mache, werde ich euch dann auch in dem Vlog da mit Sicherheit mitnehmen. Dann haben wir hier Klopapier. Und zwar von Saugstark und Sicher, diese Winterlimited. Ah, nee, ist gar kein Klopapier. Küchentücher sind das. Und zwar von, ja, DM Saugstark und Sicher, die Limited Edition. Hier mit diversen Tierchen drauf. Finde ich ganz süß. Ich glaube, wir haben sogar eine Rolle jetzt momentan noch in der Küche stehen. Ja, die kaufe ich gerne immer mal wieder nach. Gerade wenn es so eine Limited Edition oder sowas ist und ich gerade bei DM bin, dann nehme ich die da gerne mit. Ah ja, genau. Hier haben wir noch mal eine Packung mit Windelslips. Und zwar war das so eine Limited Summer Edition von Baby Love DM. Größe 4 auch, also die anderen sind auch alle Größe 4, das habe ich gar nicht erwähnt. Und zwar war ich mit denen überhaupt nicht zufrieden. Erstens haben die nicht richtig gepasst, sage ich jetzt mal. Also, wenn ich es jetzt mit den Pampers vergleiche, die liegen richtig schön am Körper an vom Baby, also von unserem Sohn, ne? Und die hier, die sind gar nicht richtig angelegen, die sind teilweise so. Ich sage jetzt mal rumgeschlabbert und dementsprechend sind sie auch schnell ausgelaufen. Also es passt eigentlich auch von der Kilozahl, also da bin ich nicht falsch. Er hat jetzt um 11 Kilo ungefähr hat er jetzt und die sind ja von 8 bis 15 Kilo. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich, also wenn ich jetzt noch eine Weile warten würde, bis er ein bisschen schwerer ist, vielleicht passen sie dann besser. Aber momentan bin ich einfach unzufrieden damit, deshalb werde ich die jetzt auch nicht mehr nachkaufen. Die Baby Love Windel Slips, zumal, ihr wisst ja, habe ich ja gerade schon erzählt, ich habe noch so viele Windeln im Vorrat. Und deshalb muss ich das jetzt auch erstmal nicht mehr nachkaufen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es vielleicht, wenn das Kind ein bisschen schwerer ist, ob es dann ein bisschen anders aussieht. Aber eigentlich sollte das ja, wenn die entsprechende Bandbreite oder Spannweite an Gewicht da drauf steht, dann sollte es ja eigentlich auch in jeder Gewichtskategorie passen. Was die Pampers ja zum Beispiel tun, da ist es ja auch kein Problem. Ja, wie auch immer. Machen wir weiter mit, genau, hier habe ich Klopapier und zwar von Kaufland, auch so eine Limited Edition, K Classic. Das sind so hier so Schneeflocken, so Eiskristalle drauf. Und das ist tolles Toilettenpapier, kaufe ich gern immer wieder nach von Kaufland, von K Classic. Ja. Dann haben wir hier, jetzt muss ich aufpassen, dass mir das nicht hier alles ausläuft. Und zwar von Denk mit Vollwaschmittel. Da habe ich unbedingt mal Waschmittel gebraucht, weil wir keins mehr hatten. Und dann habe ich es bei DM mitgenommen. Das war hier so eine kleine Packung mit 20, für 20 Wäscheladungen. War vollkommen in Ordnung, war ich total zufrieden damit. Hatte sogar einen guten Geruch, wobei wir ja, Entschuldigung, wobei wir ja auch immer den Weichspüler benutzen. Deshalb ist eigentlich der Duft vom Waschmittel im Prinzip egal. Aber würde ich jetzt auch wieder kaufen, wenn ich gerade bei DM bin und welches brauche. Das ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Ich rechne das ja da auch immer so grob aus, wie viel eine Waschladung kostet. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwo Waschmittel im Angebot ist, dann vergleiche ich das immer. Genau, genauso ähnlich wie bei den Geschirrspültabs. Und dann haben wir hier nochmal Klopapier und zwar von Tempo. Dieses sanft und pur, dieses ganz normale, ohne Duft. Ja, seht ihr ja immer wieder bei mir. Wird regelmäßig nachgekauft. Dann haben wir hier, ah ja, genau, das habe ich erst letztens ja eigentlich gekauft, habe ich direkt verspeist und zwar den Fruchtriegel von Ener Bio. Geschmacksrichtung Erdbeere.
beziehungsweise Erdbeere und dann waren hier noch Trauben und Apfel, glaube ich, mit drin. Hat ganz lecker geschmeckt. So als Snack für zwischendurch oder keine Ahnung, wenn man arbeiten geht in der Frühstückspause, was weiß ich, finde ich das ganz gut. Aber es war auch nicht zu wenig. Also der Riegel war schon, wie soll ich das jetzt sagen? Es war nicht so ein kleiner, dünner, flacher Riegel, wie man das ab und zu kennt. Es war schon ein gut Produkt dabei, sage ich jetzt einfach mal so. Dann, genau, ging hier mal leer ein Bübchen Pflegeöl Ultrasensitiv. So ein kleines Brübchen, was mal in so einer Geschenkebox drin war zur Geburt. Da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Ist halt ein Babyöl. Ich habe jetzt neuerdings damit angefangen, dass ich, wenn unser Sohn ein bisschen, ich sag jetzt mal, hartnäckigere Hinterlassenschaften in der Windel hat, beziehungsweise an seinem Po hat, will ich nicht immer mit dem Feuchttuch so arg schrubben, weil das seine Haut immer so irritiert. Und da habe ich jetzt angefangen, dass ich diese Babylove Wattepads nehme und tue dann ein bisschen von diesem Babyöl drauf und kann das dann damit diese hartnäckigeren Geschichten schonender entfernen. Genau. Ich habe jetzt, genau, aktuell habe ich nochmal von Bübchen an Öl das ganz normale, so eine größere Pulle. Und ja, wie gesagt, das war halt so ein Bröbchen und das war ganz in Ordnung. Wie gesagt, Bübchen muss ich eigentlich auch nicht nachkaufen, weil ich finde, ob ich jetzt das Öl von Bübchen habe oder das Öl von Babylove, es ist ein Öl, damit mache ich den Popo sauber und gut ist. Also das muss jetzt nichts super teures sein. Ich habe nämlich auch letztens, gab es einen Coupon in der DM-App für Babylove-Pflegeprodukte. Da habe ich ganz einfach das Öl nachgekauft und fertig. Dann haben wir hier nochmal Bübchen Feuchttücher aus der Küche. Nochmal feuchte Allzwecktücher von DM, diese pure frische, klassische, ganz klassische Duftrichtung. Wie gesagt, die habe ich im Bad immer liegen für zwischendurch. Dann ging auch leer eine Tempo-Taschentücherbox. Da kann ich eigentlich nichts kurz zu sagen. Das sind halt ganz normale Taschentücher. Steht bei uns immer im Wohnzimmer auf dem Wohnzimmertisch. Dann habe ich hier Bröbchen, und zwar von Töpfer, Baby Care, Kleie, Bad. Das war irgendwie gar nichts, ich weiß nicht. Das hat sich nicht richtig aufgelöst. Das war lauter Brösel im Bad. Und keine Ahnung, ich habe danach unseren Sohn, hätte ich eigentlich fast nochmal abspülen können, weil dieses ganze Bröselige fast noch an ihm dran gehangen ist. Würde ich jetzt nicht wieder kaufen. Das habe ich bekommen kostenlos auf Anfrage. Da gibt es auch ein extra Video, wo ich diese ganzen Proben vorstelle. Also das Töpfer würde ich jetzt nicht mehr nachkaufen, dieses kleine Bad. Dann habe ich hier auch eins von diesen Bröbchen aus meiner Probensammlung, sage ich jetzt mal. Und zwar so eine komische Bienengesichtspflegecreme. Ja, irgendwie weiß nicht, ich habe die, glaube ich, auch nicht ganz aufgebraucht. Da ist noch ein bisschen was drin. Das war jetzt irgendwie nicht so mein Fall. Würde ich auch nicht wieder nachkaufen. Pflege da hinten. Dann haben wir noch von Organics. Da habe ich ja mal von DM so einen Produkttisch gewonnen. Ein Quetschi mit Hafer, Himbeeren, Blaubeeren, Banane, Himbeeren, alle möglichen. Unser Sohn ist ja momentan noch nicht so, dass er das Quetschi richtig selber nehmen kann. Deshalb drücke ich das dann immer in seine Schüssel und löffel ihm das. Und ja, war mal ganz zufrieden damit. Genauso wie mit dem hier, mit Mango, Pfirsich, Mango, Birne und auch Hafer, genau. Gleiche Geschichte. Dann habe ich hier, noch eine Duftkerze. Und zwar war die mal von Rossmann, das war so Zedernholz. Aber irgendwie, ich weiß nicht,
Man hat es gar nicht wahrgenommen, war eigentlich fast der gleiche Mist wie mit dieser komischen Yankee-Candle. Ja, auf jeden Fall. Sie ist zwar toll abgebrannt, also da kann man nicht meckern, aber irgendwie hat man den Geruch fast gar nicht wahrgenommen. Also da würde ich, die würde ich jetzt nicht wieder nachkaufen, also auch aus dieser Dumol Duftkerzenreihe würde ich wahrscheinlich jetzt erstmal nichts mehr nachkaufen. Und dann habe ich noch ein Flop-Produkt. Das habe ich einmal benutzt und direkt wieder weggeworfen. Und zwar habe ich einen Klebestick gekauft bei Müller. So einen ganz billigen. Das war wahrscheinlich der Fehler. Und zwar hat er eigentlich gar nicht geklebt. Ich mache momentan oder habe mir ein Tracker-Buch angelegt. Und da wollte ich Sachen einkleben. Und das war einfach der größte Müll ever, weil es hat nicht geklebt. Ich habe die Seiten einfach gerade wieder so weg. Oder das, was ich einkleben wollte, konnte ich gerade wieder so wegziehen, weil es einfach nicht geklebt hat. Also, Möb, Flop. Was genauso eher ein Flop-Produkt war, also mehr schlecht als recht. Und zwar von Isana ein Trockenshampoo für jedes Haar. Antifettformel. Ich habe das. Also es ist eigentlich fast leer. Also ich habe es schon auch ein paar Mal dann benutzt. Aber irgendwie hat es bei mir fast gar nichts bewirkt. Es hat weder den, also ich meine, dass so ein Trockenshampoo wirklich die Haare wäscht wie ein Shampoo, ist klar, tut es natürlich nicht, ne? Aber irgendwie, das hat eigentlich fast gar nichts mit meinen Haaren gemacht. Und also das würde ich mir von Isana nicht wieder nachkaufen. Ich habe jetzt momentan so ein 5 in 1, was weiß ich, Trockenshampoo von Balea. Und das ist auf jeden Fall besser. Also das macht auch was mit den Haaren. Und da kann man auch mal, wenn man jetzt gerade nicht zum Haarewaschen kommt oder wie auch immer und dann fortgehen muss, dann kann man damit auch mal einen Tag so wegkommen. Aber mit dem hier, das, wie gesagt, das hat eigentlich fast nichts gemacht. Dann hat mein Mann auch mal wieder ein Duschgel aufgebraucht, beziehungsweise ich konnte es nehmen, bevor er es in Müll entsorgt hat, um euch das vorzustellen. Und zwar von Axe Black Frozen Pear and Cedar Wood Scent Fresh Charge. Genau, also er hat da nichts dazu gesagt. Er sagt da ja eh nie was dazu zu irgendwelchen Produkten, die er aufbraucht. Weil, also er sagt nur was, wenn es schlecht war, weil dann benutzt das nämlich nicht mehr. Aber das hat er aufgebraucht und das war wohl auch in Ordnung. Wupp, dann haben wir hier nochmal Kerzen. Ach, genau, da ist. Ich glaube, die war ja, die war von IKEA. Das war so. Ich glaube, das war hier. Genau, die hat noch so Gebäck und nach so Gebäck sollte die riechen. War ganz gut. IKEA-Kerzen kaufe ich, wenn ich dort bin, gern auch mal nach. Also die sind vollkommen in Ordnung. Noch besser war allerdings hier diese Yankee Candle. Und das hier ist auf jeden Fall die richtige Yankee Candle. Und zwar war das mit Spiced Orange. Und oh, der Duft war einfach mega. Man hat es auch im Raum gerochen, obwohl es nur so eine kleine Kerze war. Es ist auch fast ganz abgebrannt. Super zufrieden, wie gesagt. Ich muss da mich jetzt noch mal informieren. Aber diese normalen, richtigen Yankee Candles, entweder ich kaufe es mir selber nach, wenn mal, ja, wenn ich mal Bock habe dazu, oder ich lasse mir sowas halt auch einfach gerne schenken. Dann ging leer eine Spülung himmlisch lang von Schauma für langes Haar. Schaumhaarspülung bin ich immer zufrieden damit, tun ihren Job, machen die Haare auch schon beim Waschen richtig schön weich und fühlen sich dann auch hinterher gut an, noch ja, duften gut, wobei das ja relativ schnuppe ist. Bei der Spülung ist mir einfach nur die Pflegewirkung wichtig, dass es das Haar pflegt, dass es sich gut anfühlt. Und das machen die Schaumhaarspülungen deshalb. Wenn die im Angebot sind, kaufe ich die auch immer wieder nach. Dann, ach ja, hier ist
Das ist praktisch von dieser Domol-Duftkerze. Ein Teil der Verpackung, also so hat die ausgesehen. Dann habe ich hier noch ein paar Pröbchen. Und zwar von Stücks Kräutergarten Tagescreme. Jo, war nichts Besonderes. Also ich habe bis jetzt tatsächlich von diesen ganzen Proben, ich gucke, wenn ich dran denke, werde ich euch da in diesem i da oben oder hier, werde ich euch das verlinken, dieses Video zu den Proben. Und ich habe, glaube ich, bis jetzt noch fast keine einzige Probe gehabt von diesem ganzen Zeug, was ich da geschickt bekommen habe. Was ich toll fand, wo ich sagen würde, ja, die Marke würde ich nachkaufen. Also die Sachen waren alle immer nur so im Okay-Bereich. Genauso wie hier dieses Mischhaut Combination Skin System Balance Nachtcreme, whatever von Annemarie Berlin. Also die Sachen sind alle immer nur okay. Ich habe sie halt benutzt und gut ist. Also ja, war noch nie jetzt wirklich was Besonderes dabei. Ebenfalls aus dieser Pröbchenreihe habe ich eine Haarkur aufgebracht von Swiss Au Pair, die Maracuja Vitamin Haarkur. Und da ist halt einfach für meine Haare, ich habe ja relativ lange Haare, relativ viele und dicke Haare auch, ist für mich da einfach nicht genug, fast nicht genug Produkt. Also das hat nicht für die ganzen Haare gereicht. Dass ich das wirklich sagen könnte jetzt, aber ob es da jetzt eine Wirkung gegeben hat oder nicht, weil es halt einfach für diese kleine Probe zu wenig Produkt war. Das ist halt auch oftmals gleich. Meistens so, wenn man eine Probepackung hat, so eine kleine, dann kann man eigentlich fast nie wirklich sagen, ob das jetzt wirklich was war oder nicht, weil es einfach zu wenig Produkt ist, um da eine Wirkung auch feststellen zu können. Dann noch mehr Kartonage. Und zwar einmal von Stevenson, das ist so eine Rossmann Eigenmarke Feueranzünder. Die hat mein Mann eigentlich aufgebraucht. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dass wir hier hauptsächlich mit Holz, also mit einem großen Holzofen heizen, der praktisch dann die Heizungen warm macht und das Wasser warm macht. Und der muss ja dann auch erstmal das Feuer selber anzünden, praktisch wie in einem Kamin, nur halt mit viel mehr Holz. Und genau, da habe ich eben die halt mal beim Rossmann mitgebracht, der war zufrieden. Also ganz normale Feueranzünder. Dann haben wir hier wieder. Ah, genau, das hier ist dieser Babylove Bio Milchbrei Grieß. Und zwar die 600 Gramm Vorteilspackung. Die kaufe ich jetzt erstmal immer wieder nach. Außer es gibt beim Rossmann oder wo ein Angebot. Dann wird das auch mal gekauft. Aber das hier ist momentan einfach für uns das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Also viel Produkt für einen entsprechend kleinen Preis. Schmeckt unserem Sohn gut, löst sich gut auf. Wie gesagt, im Vergleich zu diesem mit der Banane, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Das funktioniert immer. Löst sich, wie gesagt, gut auf. Unserem Sohn schmeckt es. Es funktioniert super als Nachtbrei. Also immer wieder Nachkaufprodukt. Dann habe ich von Baby Dream auch einen guten Abendbrei mit Milchbrei Hafer Apfel. Das kaufe ich immer wieder nach, wenn es im Angebot ist, wenn es einen Coupon gibt, weil das hier ist auch gut. Also das hier würde ich gleichstellen mit diesem Grießbrei. Wie gesagt, lässt sich gut auflösen und tut seinen Job als gute Nachtbrei, soll ihn ja über Nacht satt halten. Ja, also das hier kaufe ich auch immer wieder nach. Dann haben wir hier nochmal einen Kinderdrink von Rossmann. Und nochmal, da waren die mal im Angebot, weil, genau, da kann ich euch jetzt mal den Unterschied zeigen. Und zwar, das hier ist die alte Verpackung, Kindermilch, und das neue ist jetzt Kinderdrink. Und die hier waren eben reduziert, weil eben einfach lediglich die Verpackung geändert wurde. Und deshalb habe ich da dann mal zugeschlagen, weil ich glaube, für 1 € oder so habe ich dann die Packung gekriegt. Dann habe ich ein Produkt, das habe ich nur notfallmäßig gekauft, weil uns die Kindermilch ausgegangen ist und ich konnte oder hatte da nur die Möglichkeit zum Müller zu gehen.
Und zwar habe ich von Beauty Baby, das ist ja die Müller-Eigenmarke, die Folgemilch 3 gekauft ab dem 10. Monat, weil die hat keine Kindermilch von ihrer Eigenmarke. Das hat es natürlich genauso gut getan, nur ich fand, das hat sich zum Teil nicht richtig aufgelöst. Also da konnte ich so viel schütteln, wie ich wollte. Die Flasche, es hat sich nicht so gut aufgelöst. Also ich würde das jetzt nicht nochmal nachkaufen. Ich meine, im allergrößten Notfall, bevor ich keine Milch zu Hause habe, in Ordnung, würde ich das jetzt nachkaufen, wenn ich jetzt gerade nur zu Müller kommen würde. Aber ansonsten nicht unbedingt. Dann ging leer, ach ja genau, von Yesa Slip-Einlagen. Und zwar die Active Shape mit frischem Duft. Ich hatte ja über die letzten Slip-Einlagen, die ich benutzt hatte von Yesa, so geschimpft, weil dieses Vlies, was da oben drauf ist, also hier ist das ja auch ein bisschen anders als bei denen, aber bei den anderen, die ich hatte, wo ich so geschimpft habe, da hat sich das ständig abgelöst, hat rumgefusselt. Also es war einfach nur ein Shit. Und den gleichen Shit, sorry, ne, habe ich jetzt gerade auch wieder mit Slip-Einlagen von, wie heißt das, Facel von Rossmann. Die sind nämlich genauso wie diese anderen, die ich damals hatte von Yesa. Und ich hatte dann nicht drauf geachtet, als ich die gekauft habe beim Rossmann. Habe das dann erst bemerkt, als ich die benutzt hatte. Gut, die werden jetzt halt vollends aufgebraucht und dann gibt es andere. Aber die hier, die waren richtig toll, war ich super begeistert. Die haben gut gehalten eben, ne, im Slip. Haben nicht gefusselt oder sich irgendwie abgelöst vom, also diese Klebestreifen hat sich nicht irgendwie abgelöst vom Slip. Oder und dann sich, dass die Einlage sich aufrollt. Das war hier überhaupt nicht der Fall, würde ich immer wieder nachkaufen. Dann haben wir noch mal einen Tee und noch einen Tee. Und zwar von King's Crown vom Rossmann. Orange des Südens. Das ist für mich so ein All-Time-Favorite, den ich, wenn es im Angebot ist, gerne immer mal wieder nachkaufe. Genauso wie der Kirsch-Banane-Früchte-Tee. Wird bei mir auch immer mal wieder nachgekauft. Wenn es zwischendrin mal irgendwelche besonderen Limited Editions oder so. Ich glaube, diesen Tee mit dem Macaron. Der ist, glaube ich, eine Limited Edition. Dann kaufe ich das gerne zwischendrin auch mal. Aber ansonsten, wie gesagt, tun es diese aus dem Standardsortiment tun es die genauso gut. Dann habe ich hier einmal von Organics, genau, das war auch in diesem Probepäckchen drin. Corn Puffs with Carrots, also solche Knabbereien. Und die waren ganz gut, bis auf dass sie relativ bröselig waren. Also, so konnte die gut essen und alles, aber es hat halt zum Teil so mega gebröselt, dass man, dass der ganze Kinderwagen oder der Buggy davon voll war und ich den danach erstmal abklopfen konnte. Aber ansonsten waren die vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier noch Feuchttücher. Nochmal ein Weichspül und zwar von Softlan, weich und milchsensitiv mit Mandelmilch. Ich nehme ja für die Wäsche von unserem Sohn immer separaten Weichspüler. Einmal bin ich mit einem auf die Schnauze gefallen, mit dem ersten extra, also mit dem ersten sensitiv Weichspüler, den ich damals hatte. Aber die anderen, die ich bis jetzt immer hatte, also entweder Softlan oder ich weiß gar nicht, Kuschelweich oder so, was ich sonst immer verwende, die sind dann vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier noch eine kleine Packung Feuchttücher von Baby Love aus unserer Windeltasche. Baby Love, ist der, habe ich glaube schon öfters erzählt, sind für mich die besten Feuchttücher, die ich bis jetzt hatte. Da kaufe ich, es gibt eigentlich fast in regelmäßigen Abständen bei der DM-App einen Coupon auf so Baby Love Tücher. Und dann kaufe ich immer wieder entweder diese ganz kleine Packung mit 15 oder die bisschen größere Packung mit 30 Stück. Die kaufe ich dann immer wieder nach, gerade für die Windeltasche ist das praktisch. Dann habe ich von Softstar hier genau mein Lieblings feuchtes Toilettenpapier gleichzustellen mit dem von Tempo. Von Müller ist das hier.
Das war so eine Limited Edition mit so Kokosgeruch. Genau, wisst ihr, ich kaufe die immer wieder nach. Dann haben wir hier noch einmal ein Quetschi von DM Bio mit Apfel, Banane und Dinkel. Kaufe ich immer wieder nach, wenn es einen Coupon gibt und ist vollkommen in Ordnung. Und dann kommen wir schon zum letzten Produkt, Leute. Wir haben es geschafft und zwar ist das, ja genau, das war glaube ich auch mehr schlecht als recht von Stücks, so eine, ach ja genau, so eine Handcreme. So ein Handcreme-Pröbchen mit Hanf. ja, war irgendwie nicht so der Burner, würde ich mir nicht nachkaufen. Ja, habe ich halt benutzt. Ich glaube, es ist noch minimal was drin, also ich habe es einmal benutzt. Und ja, also ich brauche sowieso nicht so viel Handcreme. Und dann kaufe ich mir lieber ganz einfache Eigenmarken-Handcreme von DM oder Rossmann. Und das ist dann genauso. Dann brauche ich da nicht irgendwas Besonderes, zumal war das sowieso nicht so toll. Ja, wir haben es geschafft. Das Aufgebraucht vom Januar 2020 ist beendet. Genauso wie der Monat Januar, Leute. Der erste Monat des Jahres ist schon wieder rum. Es ist doch Wahnsinn, wie die Zeit wieder so schnell rumgegangen ist. Ah, der erste Monat eines Jahres ist schon wieder zu Ende. Gut, ich beende jetzt das Video und schwelg nicht weiter in Erinnerungen. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Und ach ja genau, ich wünsche nochmal ein frohes neues Jahr für alle, die vielleicht nur meine Aufgebrauchts gucken. Genau, das war's jetzt. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.